Stattlich sind wir gerüstet und stattlich sehen wir auch aus, muskelbepackt und gut gerüstet. Willkommen zurück zu Overlord 2, wo wir jetzt beweisen müssen, dass wir der echte Overlord sind und das Zeug dazu auch wirklich haben. Ich folge! Kisten. Weg damit. Weg mit den Fässern. Ob er schlau genug dafür ist? Eine Made dagegen. Ich schätze drei. Schergen. Ich bin das Böse. Und ihr glaubt, ich wäre zu blöd, ein paar Fässer zu beseitigen, ja? Eure Maden verliert ihr, das sage ich euch. Zack. Seht ihr, wie schlau ich bin? Ich kann Fässer zerkloppen. Was für ein Test. Oh, hallo. Der erste Test ist die Stärkeprüfung. Oh, möglicher wahrer Overlord-Meister. Es ist uns gelungen, einen alten Freund von euch zu finden. Sehe ich schon. Er hat eine Zeit lang auf Eis gelegen. Doch, wenn man bedenkt, wie groß ich geworden bin, der lag doch hier mindestens 10 Jahre jetzt. Bam, bam. Na, ich befreie dich mal. Nach 10 Jahren wirst du dich bestimmt mal wieder bewegen. Ah, ganz ruhig. Alles wird gut, Dicker. Die ETs sind relativ friedlich und äußerst zäh. Die perfekten Trainingspartner also. Na wunderbar. Auf eurem aktuellen Niveau könnt ihr ihn stundenlang verprügeln, ohne dass er das Geringste spürt. Gefällt mir. Kein Platz, Knödel. Such eigene Grube. Keiner mag den Hof nachen. Kann ich verstehen. Keine Ahnung von wahrer Kunst. Nach dem, was der letzte Hofnarr getan hat, ist es klar, dass Hofnarren nicht mehr gern gesehen sind. So, ich hol mir dann mal die Schergen. Es ist vielleicht etwas unfein. Aber nutzt eure Schergen dazu, dieses Fellknäuel zu verprügeln. Kann ich machen, mache ich gerne. Haut drauf! Die eiskalte Furcht durchbohrt ihn wie ein Eiszapfen das Ohrläppchen. Vielleicht hat er aber auch nur Verstopfung. Boah, da gehe ich mal lieber hier weg, wenn der Verstopfung hat, sollte ich nicht hier hinten stehen. Na, mein Großer, gefällt dir das? Kannst dich nicht wirklich bewegen mit diesem Eisklumpen, hä? Na, ich befreie dich mal. Boah, aus dem Weg. Na? Hey, wo willst du hin? Bleib doch hier. Hinterhältiges Vieh findet einen Weg, ihn mit den Schergen zu erreichen. Weg gefunden. Boah, der wirft mit riesigen Schneebällen. Wie kann er's wagen? Mieser Kerl. Lass sie aussterben. Kann ich machen. Vorwärts. Umzingelt und tötet ihn. Oh, nichts Gutes wollender dunkler Mann. Boah, der hat eine Wut und eine Kraft. Hau ab, du Biest! Sonst werd ich barsch und dreht dir kräftig in den Arsch. Mach's gut. Geht's dir gut da unten? Sammelt 30 Lebenskraftkugeln für die Schergen in der Unterwelt. Hallo, ich komme nicht raus. Ich bin auf das Schlachtfeld mit dem Gebrüll. Ich bin fertig, Riesen. Hallo, hallo. Bringt mir das Gold. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Wir gehen dann mal, ne? Wenn du nachkommen willst, ne? Wir gehen schon mal vor. Hat das weitergesucht. Vermutlich werdet ihr es im Jagdrevier aufspüren können. Alles klar, dann gehen wir doch mal dahin. Ab ins Jagdrevier. Jagen klingt gut. Hey, da unten ist er ja. Hallo, Großer. Hier ist... Lol, ich kann die platt treten. Ich muss gar nicht zuhauen. Oh, wer ist denn da unten? Ich liebe Schnee. Dieser den Weckhase. Voller Lebenskraft. Es gibt sowohl Jäger als auch Gejagte. Sammelt so viel wie möglich davon, damit ihr genügend Schergen für den Bau des dunklen Turms erhaltet. Das ist eine gute Idee. Ein wahrer Overlord braucht einen dunklen Turm. Und zwar den dunkelsten, den es auf der ganzen Welt jemals geben wird. Also sammeln wir Lebensenergie. Verschwinde, Hase. Ich trete dich platt. Da ist noch einer. Du kannst nicht entkommen. Zack. Sammeln wir Lebenskraft. Hallo, Robben. Blech. Au, au, au. Armes Fischlein. Robben verkloppen. Jagdzeit. Zeigt ihnen, wer an der Spitze der Nahrung ist. Oh, die sind so niedlich blüchig. Lass sie uns vernichten. Diese leuchtenden Kugeln sind Lebenskraft.
Nieder mit diesen niedlichen Dingern. Ich hasse Niedlichkeit. Und ihr könnt mehr Schergen herbeirufen. So, 3 von 30 haben wir schon. Du bist ziemlich schlau, dich im Wasser zu verstecken. Ah, hallo. Schergenportal für den Meister. Hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Ah, ja. Das ist Schmuddelherr, ein Tunnelgräber-Scherge. Tunnelgräber können Tunnel aus der Unterwelt graben und in bestimmten Gegenden Portale errichten. Sie werden von eurer Verderbtheit angezogen, wie Fliegen von faulenden Kadavern. Na lecker. Noch ein paar Schergen holen. Schergen. Ruf genug herbei, um eure maximale Hordengröße zu erreichen. Die übrigen bauen den dunklen Turm. Apropos Schergen, genau. Das Menü gibt's also auch noch. Gut, hier sehen wir nämlich einmal, wie viele Schergen wir gerade dabei haben, wie viele im Turm auf uns warten, wie groß unsere maximale Hordenstärke ist, die ist momentan bei 15, wie stark die Horde ist, da ist die Stärke momentan bei 100%. Durch Ausrüstung können wir diesen Wert hochdrücken. Ja, unsere Zauber, 3 Stück haben wir und die können wir auch verbessern. Unsere Ausrichtung natürlich. Und dann unsere Schatzkammer. Hier gibt es ein bisschen was Neues auch. Jetzt gibt es nicht mehr nur bloß dieses Gold, sondern wir haben jetzt auch Kristalle. Und diese Kristalle sind das konzentrierte Böse in kristallisierter Form halt. Sehr selten zu finden, aber sehr nützlich. Unsere Aufgaben und die Karte. Alles wunderbar. Okay, dann wollen wir mal. Holt sie euch! Wir brauchen Lebenskraft! Tötet sie alle. Alles gut, ganz ruhig, Großer. Findet einen Weg, ihn euch vom Leib zu halten. Ah, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Sammelt sämtliche Lebenskraft. Oh, du Hund. Haut ihn, schlagt ihn. Killt ihn. Ihr müsst sämtliche Lebenskraft sammeln, Herr. So, maximale Hordengröße. Ihr könnt eure Horde am Schergenportal wieder auffüllen, Herr. So, kommt ihr zu mir. Der wirft immer noch mit den Schneekugeln um sich. Dieses Schwein. Ah, hör auf, mich zu bewerfen. Ich mag das nicht. Bringt her die Seele. Zack. Was war das? Hey, wo kommt ihr denn her? Ich habe die Erlaubnis, hier zu jagen. Das ist mein Yeti. Ich habe ihn zuerst gesehen. Haut ab! Oje. Was? Hau weg, die Scheiße. Yeah. Wollt ihr rauskommen zum Spielen? Ich bin auch ganz artig. Verdammtes Mistvieh. Ich werde euch schon noch verkloppen. Robbenkloppen macht nämlich Spaß. Hab ich dich. Na, mal sehen, ob der noch rauskommt. Hey, jetzt hat er so ein Robbending auf dem Kopf. Das ist schön. Magst du rauskommen? Ja, ganz ein Braver bist du. Schnappt ihn euch! Ah, sehr schön. 19 von 30 haben wir schon. Also, der Bau des dunklen Turms kann schon beginnen. Jetzt wollen wir hier erstmal alles kaputt. Da oben sind noch Fässer aufgetaucht. Die Objekte hier tauchen irgendwie gerne... Auch wenn sie schon längst im Sichtfeld sein müssten, habe ich irgendwie das Gefühl. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, an ein paar Stellen. Dass die Objekte erst auftauchen, nachdem ich schon längst in der Nähe bin. Seht euch, holt sie euch! Die Lebenskraft an. Ihr müsst einen Weg finden, dorthin zu kommen. Verschwindet! Zack! So, die Lebenskraft nehmen wir natürlich auch mit. Hey, da ist ein Wolf! Hallo, Wolf! Ich bin der Bader. Da ist wieder der Jäger. Feines Wölflein. So verspielt. Verspielt und auf verfressen. Wolf reiten. Hol ihn dir. Ihr braucht mehr Wölfe für eure Schergen. Oh, ich sitze doch hier an der Quelle. Das ist das Positive an Jägern. Zerstört diese Iglus.
sonst wimmelt es hier bald von Jägern. Iglus soll ich kaputt machen? Okay. Bevor hier noch mehr rauskommen. Oh, da kriecht schon der erste raus, da. Macht alles kaputt. Los, hau weg. Was machst du da hinten? Hör auf, das Tor kaputt machen zu wollen. Wir brauchen noch ein paar Wölfe. Seid ihr gerade ins Feuer gerannt? Habe ich das gerade richtig gehört, dass da eine Scherge gebrannt hat? Also manchmal stellt ihr euch echt dämlich an. Und von hier aus scheinen wir auch rüber zu kommen. Sehr gerne. So. Na huch, wer seid ihr denn? Ihr seid ja komisch. Oh! Friedenszeichen, Peace. Oh. Was glaubt ihr, dass ihr tut? Beendet sofort dieses barbarische Gemetzel. Ich bin Florian Grünherz und dies sind die Soldaten des Heiligtums. Tapfere Wächter der Heiligtümer und aller Wesen der Magie und Natur. Soldaten, stoppt den Wilden! Schützt die... Die Flauschigen sind unsere Freunde. Und ihr seid gleich tot, sage ich euch. Tot! Boah, die halten ein bisschen was aus. Vielleicht möchte er nur kuscheln. Ja, natürlich. Ich will mit ihnen kuscheln. Ich bin so böse, dass ich sie tot kuscheln will. Alle Geschöpfe der Muttergöttin sind wundervoll. Naja. Ganz besonders die niedlichen. So, jetzt macht erstmal die Fetten hier platt. Und danach könnt ihr die fertig machen. Ich tue, was ich kann. Dämliche Augen. Dämliche Augen. Lol. Ihr habt dämliche Augen, ihr Biester. Ihr seid alle hässlich. Los, weg damit. Oh. Unser Freund scheint uns einen Weg gebahnt zu haben. Ja, bin ich auch froh drüber. Hat er gut gemacht. Findet heraus, was der Yeti vorhat. Na, zunächst einmal müssen wir hier noch ein bisschen Lebenskraft sammeln. Die Elfen sind magisch. Vielleicht haben sie etwas in ihrem Heiligtum, das uns... Ja, töten! Wir kümmern uns um die Heiligtum-Geschichte gleich, Knall. Ganz ruhig, lass uns erst noch ein bisschen Lebensenergie sammeln. Macht das da hinten mal bitte kaputt. Holt sie euch. Oh, und die ganze Lebensenergie. Lasst sie doch nicht hier vergammeln. Bringt die ran, aber zack. Ah, sehr schön. Gib her. Danke dir. So, und jetzt wollen wir doch mal gucken, was unser Yeti gemacht hat. Nett wie er war, hat er uns ja ein bisschen Weg... Oh, wir sind schon wieder Fette. Tötet! Tötet! So, erst umdrehen und dann die Axt in den Wanst rammen. So gehört sich das. Ihr habt hier noch einen Wolf über... Ihr habt hier überall Wölfe übersehen. Was stimmt nicht mit euch? Holt euch die Wölfe! Wir brauchen sie. Eine Wolfsarmee ist stark. Und ich kann auf keinen einzigen Wolf verzichten. Ah, hier hat er das Tor kaputt gemacht. Das ist natürlich schön. Wollen wir doch mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ich hoffe ja irgendwo hin, wo es schön ist. Laut unserer Karte können wir auch hier rumgehen. Gucken wir mal, ob hier noch was Wichtiges ist. Ein paar Kisten. Immer schön kaputt machen. Man weiß ja nie, ob man irgendwo Ausrüstung für die Schergen findet. Hier unten scheint es auch lang zu gehen. Dann gehen wir doch mal hier lang. Hier sind auf jeden Fall massenhaft Kisten. Macht's kaputt. 132, 135, 136% ist die Kampfkraft. 137, 138, das ist schön. Da sind schon wieder Jäger. Holt sie euch, Wölfe. Tötet sie. Tötet! Und jetzt Angriff. Zack! Noch ein Blitz hinterher. Und vergesst nicht, die Iglus platt zu machen. Wir wollen hier keine Armee an Jägern haben.
Haut sie! Schlagt sie! Und holt euch Ausrüstung! Was? Es hat einen meiner Leute getötet. So, die Lebensenergie dürfte ruhig hergeben. Wir gehen jetzt mal nach oben. Und gucken, was wir hier finden. Ah, sehr schön. Dam, da, da, da. Da, da, da. Da oben ist unser Oh, hier ist noch ein... Holt's euch! Keine weiteren Jäger hier. Verführerisch. Darf man als dunkler Meister, darf man als konzentriertes Böses Spaß am Rutschen haben? Ich denke schon. Yay! Auch das Böse darf Spaß haben. Meins? Jetzt wollen wir doch mal gucken, wo unser Yeti uns noch hinführen wird. Hier gibt es auch schon wieder einen anderen Weg, den wir gehen können. Unten rum. Erinnert ihr euch an diesen Ort, Herr? Ja, Nordberg. Das ist Nordberg, die verschlafene, verschneite kleine Stadt, die euch an das Kaiserreich ausliefern wollte. Diese Hunde! Wie ich mich daran erinnere. Dafür werden sie leiden. Jetzt bin ich stärker und kann mich gegen sowas wehren. Oh, hallo, guten Tag. Mein Name ist Peter. Wie geht's dir? Das wirst du nicht tun. Das... Hat er mir gerade diesen Wurfspeer in die Seite... Holt ihn euch. Wie kann er es wagen, mich unter Beschuss... Au, hör auf damit. Und die anderen holt ihr euch bitte auch. Tötet sie alle. Ah, hier scheint noch ein größeres Lager zu sein. Geht vor allem auf diese scheiß Iglus los. Wir wollen ja nicht, dass hier noch mehr von denen nachrücken. Los, alles zerstören. Macht alles fertig. Weg damit. Push. Verschwindet. Also ich würde sagen, das mit der Zerstörung hat gut geklappt. Holt mal noch das Zeug hier ran. Die Schergenenergie können wir gut gebrauchen. So, mein Kleiner, wo willst du jetzt noch hingehen? Du sitzt ein bisschen in der Falle. Ah, die schon wieder. Die gehen mir auf den Senkel. Geht weg. So. Guten Tag. Nicht mehr freundlich aus. Boah, stelle ich auch gerade fest. Ja, haut drauf. Lassen wir dieses schlechte Karma hinter uns zurück. Oh, jetzt kommt hier die Brigade der Hippies. Unsere Körper zerfallen, aber unser Geist erreicht eine höhere spirituelle Ebene. Was die paar labern? Geht doch mal weg, ey. Ja, und runter von deinem Boot. Und holt ihn euch. Ja, das hat nicht so gut geklappt, was den Schaden angeht. Die Leiste ist noch ziemlich voll von dem unten, ne? Verschwindet! Du elender Friedensstifter! Halt! Das ist mein Kristall, gib ihn sofort her. Danke. Unser erster Kristall, das ist schön. Holt ihn euch! Und macht ihn nieder. Gibst du auf? Ja, sieht nicht danach aus. Oder doch? Wer weiß? Nein! Nein! Sofort aufhören! Wieder. Dieses noble Tier gehört zu uns! Komm her! Hierher, Junge! Oh mein Gott, kann dir mal bitte jemand erschießen oder so? Nicht genug Probleme mit dem Kaiserreich hätten, ohne dass ihr versucht, uns auszulöschen! Wir gehen! Setzt Segel zum Heiligtum! Oh Gott.
Wir sollten ihnen folgen, Herr. Wenn wir nur die Blauen mit ihren Schwimmfähigkeiten hätten. Ja, haben wir aber leider nicht. Wir haben die Braunen. Wir müssen einen anderen Weg in das Heiligtum finden. Wenn wir genug Lebensenergie versammeln, könnten wir die Braunen so lange hier drin ertränken, bis wir einen Weg aus toten braunen Schergen haben. Wir könnten natürlich auch alternativ hier rumgehen. Machen wir mal einen auf Spießer und töten unsere Schergen, nicht? Na, hier scheinen Wachen zu sein. Keine Bäume mehr? Anscheinend hat hier jemand alle Bäume gefällt. Das war bestimmt das Kaiserreich. Warum wohl? Hey, da ist eine Schatztruhe. Ich hab's genau gesehen. Her mit dem Gold. Aber ganz schnell. Das Gold geht in meinem Besitz. Und Angriff. Magische Wesen, sie versuchen durchzubrechen. Angriff! Angriff! Vernichtet sie. Alle Jäger und Kaiserreichssoldaten müssen sterben. Ich rieche Magie. Ich rieche Magie. Du brauchst das nicht zweimal sagen. Tötet alles. Und jetzt macht alles kaputt. Holt euch Ausrüstung. Holt was auch immer ihr wollt. So, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, machen wir hier ein Päuschen. Beim nächsten Mal betreten wir dann diese Höhle da, die uns wahrscheinlich in das Heiligtum führen wird. Vielleicht finden wir da ja irgendwas, das uns helfen kann, der Unterwelt zu zeigen, dass ich der wahre Overlord bin. Wir werden es sehen. Oh, diese Wölfe, ne? Prima, prima. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.